zunächst einmal haben sie ÖVP und FPÖ im Wahlkampf letztlich aufeinander, sind sie losgegangen. Sie haben untergriffige Sprache verwendet, die ich nicht nachvollziehen kann, dass man bereit ist, solche Hasstiraden gegenseitig sich auszurichten. Das entspricht nicht meinem Menschenbild. Aber das sozusagen dann immer ausschlaggebend ist, die Macht, wenn man jetzt eine Koalition bildet, eigentlich, die man nicht für möglich gehalten hätte, weil die beiden Parteien und auch die Persönlichkeiten so aufeinander losgegangen sind. Also entscheiden tut dann letztlich immer wieder mitzuspielen im System. Das finde ich demokratiepolitisch wirklich besorgniserregend, dass das, was man verspricht im Wahlkampf, hält man nicht ein. Das ist schon ein schwarzer Tag letztlich auch für die Demokratie, weil man merkt, dass man in Österreich immer weniger das gesprochene Wort von Parteien und Politiker, Politikerinnen ernst nehmen kann, wenn es zu dem kommt. Das Zweite, was mir auffällt, ist, Frau Mikl-Eitner hat ja gesprochen, es wäre keine Liebesbeziehung zwischen ihr und dem Herrn Landbauer. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es noch nie Liebesbeziehungen waren zwischen zwei Koalitionspartnern. Und das ist eher halt jetzt eine Beziehung, die vermute, ohne das Regierungsprogramm im Detail gelesen zu haben, dass es ein Programm ist gegen das Klima. Es ist letztlich schon die Manifestation der zwei Parteien auch gegen die Demokratie, weil man letztlich scheinbar sich auf etwas einlässt, was vorher nicht gegolten hat. Und es ist womöglich eine Beziehung der Menschenfeindlichkeit, weil ich finde es schon erschütternd, auch aus einer bürgerlichen, christlich-sozialen Idee, ja, und von den Wurzeln her, dass man jetzt koaliert mit jemand, der quasi nach der Wahl Schüler, Schülerinnen wirklich quasi ihnen sagt, dass sie nur, weil ihre Eltern Migrantinnen sind, eigentlich in Österreich keinen Platz haben und nichts verloren haben. Das ist besorgniserregend, das ist toxisch und es ist aus meiner Sicht schon auch bedauerlich, dass wir in einer Situation leben, wir Bürger, Bürgerinnen, wo wir merken, dass das gesellschaftspolitische System oder die Repräsentanz von Parteien nicht unbedingt unsere Wünsche der Bürger, Bürgerinnen repräsentiert. Viele von uns leiden aufgrund der Teuerung, 35% können sie das Leben nicht leisten und all die Dinge. Und zu Recht muss das System geändert werden und die FPÖ bietet halt den Rassismus oftmals an und Aussagen, dass die anderen schuld wären an der Misere, ich glaube das nicht, sondern wir brauchen eine andere Verteilungspolitik und wirklich eine strukturelle Änderung des Systems, wo die normalen Menschen mit wenig Einkommen sich sozusagen beteiligen können und sie nicht ausgeschlossen fühlen. Eine letzte Frage noch. Was erwarten, erhoffen Sie sich von der Koalition ÖVP und FPÖ? Worauf muss jetzt in dieser schwierigen Zeit der Fokus gelegt werden? Ich denke, dass im Vorfeld ja, wenn man hat es ja fast nicht für möglich gehalten, dass die ÖVP wirklich diese Koalition jetzt eingeht und es akzeptiert, dass die Frau Landeshauptfrau sozusagen nicht gewählt wird, beziehungsweise die FPÖ alle Tricks anwendet, um sie trotzdem zu wählen indirekt. Und haben viele gemeint, es kommt nicht oder schon Sorge gehabt. Wir haben Sorge, es gibt ja morgen auch den Internationalen Tag gegen Rassismus. Um 15 Uhr treffen sich viele Menschen, Künstlerinnen, Künstler, Bürger, Bürgerinnen. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere, auch der jetzt zusieht, dazukommt. Ich finde es besorgniserregend, dass rassistische Politik, menschenverachtliche Politik immer wieder mehr in Regierungsverantwortung kommt und eigentlich auch Positionen erreicht, wo es nicht um den Kampf für die besseren Lebensbedingungen geht, der Menschen in Österreich leben, sondern eher der Blitzableiter sind die anderen, die man abwertet und diskriminiert und nicht die Lebensbedingungen der Österreicherinnen verbessert. Nicht für möglich erachtet worden ist von uns beiden, dass wir aufeinander zugehen im Interesse des Landes, zugehen im Interesse unserer Landsleute. Ja, und in den vergangenen Tagen haben wir intensive Gespräche geführt. Wir haben in den vergangenen Tagen sehr viel über die Gräben gesprochen, die sich in den letzten Jahren aufgetan haben. Gräben in der Gesellschaft, Gräben, die sich vor allem auch durch die Familien gezogen haben.
Und am Anfang war es oft nur ein Kopfschütteln über die Meinung, über die Einstellung, über die Haltung des anderen. Und daraus wurde irgendwann Streit, ja, und auch Hass. Und dem kann man selbstverständlich aus dem Wege gehen. Das ist sicherlich der leichtere Weg. Aber Udo Landbauer und ich, wir haben uns dazu entschieden, aufeinander zuzugehen. Und das ist für uns beide sicherlich ein schwerer Weg, der schwierigere Weg. Aber wir tun das im Interesse des Landes. Und im Sinne dessen, das Land, die Gesellschaft und die Familien wieder zusammenzuführen. Und in diesem Sinne halte ich das auch für den richtigen Weg. Heute können wir Ihnen eine Brücke präsentieren. Und ich denke, diese Brücke ist tragfähig. Tragfähig auch durch eine Reihe von Maßnahmen, mit denen wir Niederösterreich auch voranbringen wollen. Unser gemeinsames Ziel ist, ernsthaft arbeiten, ehrlich handeln und Niederösterreich weiterbringen auf seinem Erfolgsweg. Ja, und ich habe es schon einmal gesagt, es ist zwischen Udo Landbauer und mir keine Liebesbeziehung, aber es soll eine tragfähige Arbeitsbeziehung werden. Eine tragfähige Arbeitsbeziehung im Sinne des Landes und der niederösterreichischen Landsleute. Und im Rahmen eines Arbeitsprogrammes haben wir uns auch auf Maßnahmen geeinigt, die durchaus ein Kontrastprogramm darstellen zu dem, wie aktuell in Eisenstadt, in Wien oder Berlin Politik gemacht wird. Was meine ich damit? Das heißt, wir wollen die Leistungsträgerinnen und die Leistungsträger in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Das sind für mich die arbeitenden Menschen, die Menschen, die in der Früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Das sind vor allem auch die Eltern, die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. Das sind auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Sorge und Verantwortung tragen für ihre Mitarbeiter. Und das sind auch die Landwirtinnen und Landwirte, die dafür sorgen, dass wir ständig gesunde und ausreichend Lebensmittel auf unseren Tischen haben. Sie sind es, die vor allem aus unseren ländlichen Regionen das machen, was sie sind, nämlich lebenswerte Regionen. Kurzum, alle, die in Niederösterreich einen Beitrag leisten, stehen im Mittelpunkt unserer Politik. Gleichzeitig bin ich aber auch die Erste, die sich ganz klar dazu bekennt, dass wir jenen Hilfe und Unterstützung geben müssen, die für sich nicht selbst sorgen können. Ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich den Niederösterreichern versprochen und dieses Versprechen, das halte ich auch. Niederösterreich zuerst, das ist sozusagen der Meilenstein, den wir am heutigen Tag in Niederösterreich setzen. Nachdem die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ ergebnislos geblieben sind, hat sich die Frage gestellt, wie wir Freiheitliche mit dieser Situation umgehen. Wollen wir unser Bundesland im Chaos sehen oder stellen wir uns der Herausforderung und dem Auftrag der Wähler auch aktiv zu gestalten? Ja, und es ist uns auch gelungen, eine starke freiheitliche Handschrift in dieses Arbeitsübereinkommen zu verankern. Das ist erfreulich. Und jetzt werden wir von Tag zu Tag diese Meilensteine mit Leben befüllen, mich gemeinsam mit Leben befüllen und unser Land auch besser machen. Und daher sage ich Ihnen auch ganz entschlossen, die FPÖ geht den Weg der Verantwortung und der Vernunft. Wir setzen in allen Lebensbereichen der Niederösterreicher konkrete Maßnahmen, damit es unseren Landsleuten auch besser geht. Und ich nenne Ihnen an dieser Stelle nur einige Meilensteine, die in meinen Augen auch eine klar erkennbare freiheitliche Handschrift zeigen.
Der Schutz und die Sicherheit der eigenen Bevölkerung steht an erster Stelle. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen im Asylbereich. Sie alle kennen die alarmierenden Zahlen und Fakten. Wir haben uns darauf verständigt, unser Land für Wirtschaftsflüchtlinge, die das Asylrecht ausnützen, möglichst unattraktiv zu machen. So sollen etwa Geldleistungen, soweit es möglich ist, durch Sachleistungen für Asylwerber in der Grundversorgung ersetzt werden. Und damit stellen wir eben die Magnetwirkung ab und es bleibt auch mehr Geld für die eigene Bevölkerung. Und da werden wir alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen, ausschöpfen und umsetzen. Klar ist, die Belastung der Niederösterreicher durch Asylquartiere muss möglichst gering gehalten werden. Und auch Staatsbürgerschaften sollen nur mehr sehr restriktiv vergeben und ganz genau geprüft werden. Zum Thema Familie und Kinder. Hier stehen Wahlfreiheit und Kinderrechte im Fokus. Und das ist mir ganz besonders wichtig, dass jene, die ihre Kinder zu Hause betreuen, nicht benachteiligt werden. Diese Ungerechtigkeit wollen wir abstellen. Es wird also eine finanzielle Aufwertung für die Kinderbetreuung im Familienverband geben, ohne dabei auf eben die zweite Seite zu vergessen, die es ganz einfach für Wahlfreiheit braucht. Und ja, das ist die institutionelle Kinderbetreuung. Das ist in meinen Augen ein echter Meilenstein. Im Bereich Infrastruktur und Verkehr gilt für uns das Motto Freie Fahrt für freie Niederösterreicher. Die FPÖ hat ein Bekenntnis zum Verbrennungsmotor und Individualverkehr auch sichergestellt. Denn in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich sind unsere Landsleute ganz einfach auf das Auto angewiesen. Und darüber hinaus wird und muss es ein rechtlich effektives Vorgehen gegen Klimakleber geben. Wie bereits erwähnt, klar ist, dass wir an allen Straßenbauprojekten, also S1 inklusive Lobautunnel, der S8 Machfeld-Schnellstraße und der S34 festhalten und das natürlich auch insbesondere bei der grünen Verkehrsministerin einfordern werden. Sei ganz offen, es ist nichts schön zu reden, was nicht schön ist. Und das, auch das haben Sie gesagt, das Wahlergebnis war für meine Partei Ende Jänner kein schönes. Aber es sind demokratische Wahlergebnisse auch zur Kenntnis zu nehmen und mit diesen auch zu arbeiten. Und daher ist jetzt eben dieses Arbeitsübereinkommen entstanden und auch an dieser Stelle klar gesagt, und es wurde auch schon darüber berichtet, man hat ja sehr rasch versucht, mit den Sozialdemokraten in Niederösterreich, es gab ja dann einen neuen Parteivorsitzenden, zu einem Arbeitsübereinkommen auch zur Einigung zu finden. Und die Gespräche wurden, so wie du mal berichtet, zu Beginn von beiden Seiten sehr ernsthaft geführt. Und dann musste man erkennen, dass es offensichtlich nicht ernst gemeint war. Weil Sie kennen auch dieses Zitat des SPÖ-Vorsitzenden, der gesagt hat, ich bin zu keinem Kompromiss bereit. Vorher hacke ich mir die Hand ab. Und wenn ich ein Arbeitsübereinkommen schließen will, möchte, da kann ich doch nicht davon reden, dass ich mir die Hand abhacke. Da muss ich doch die Hand versuchen zu geben, auch wenn es schwierig ist. Und das ist die Situation, wie wir sie in Niederösterreich haben. Und daher kam es eben zu diesem Arbeitsübereinkommen. Ja, das zeigt, dass all diejenigen sich getäuscht haben oder die Bevölkerung belogen haben, die immer gesagt haben, die Freiheitlichen machen sich auf der Oppositionsbank bequem oder werden auch im Falle eines Wahlerfolgs in Niederösterreich die Füße hochlegen, sich dort in die Regierung hineinsetzen, aber in Wahrheit nichts verantworten wollen. Udo Landbauer und sein Team haben hart verhandelt, haben sehr, sehr große Meilensteine, die eine echte Veränderung in der Landespolitik bringen, herausverhandelt und sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was es jetzt in diesem Land braucht. Und ich sage, da macht der Vergleich auch sicher. Die Freiheitlichen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Eine andere Partei ist jetzt seit Monaten damit beschäftigt, wer von zwei Streithanseln der noch größere Ausgrenzer gegenüber einer anderen demokratischen Partei ist. Die FPÖ hat ja auch immer die ÖVP wegen der Corona-Politik kritisiert. Nun koaliert man mit ihnen. Wie geht das zusammen?
Naja, wir haben natürlich diese Frage der Corona-Politik, der Aufarbeitung, der Wiedergutmachung, der Gerechtigkeit, wenn man das so nennen kann, für die Corona-Opfer zu einer Fahnenfrage in diesen Verhandlungen gemacht. Und wir haben uns damit durchgesetzt, weil wir davon überzeugt sind, dass es der notwendige und der richtige Schritt ist. Und wenn die ÖVP jetzt auch erkennt, dass hier in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, dann ist es umso wichtiger, dieser Erkenntnis dann auch irgendwelche konkreten Handlungen folgen zu lassen. Und das haben wir der ÖVP sozusagen in dieses Verhandlungsabkommen hineindiktiert. Welche Themen sind denn der FPÖ in den nächsten Jahren in Niederösterreich am wichtigsten, beziehungsweise sind die deckungsgleich mit denen der Bundespartei? Ja, manches ist deckungsgleich, aber es gibt natürlich auch regionale Themen. Da sind die Niederösterreicher viel berufener, darüber Auskunft zu geben, als ich das bin. Aber wir haben natürlich auch im gesamten Bereich der Asylpolitik hier ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wenn Sie daran denken, dass jetzt erstmals in einem solchen Programm auch formuliert ist, dass die Geldleistungen de facto auf null reduziert werden für Asylwerber und dass wir zu einem System der Sachleistungen finden, dann ist das ein echter Meilenstein. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich Innenminister gewesen bin, hat mich dieselbe ÖVP, die das heute übernommen hat, in meiner Zeit im Innenministerium genau dafür kritisiert. Wir haben es also schon länger gewusst, die ÖVP hat etwas länger gebraucht, aber jetzt haben wir sie auch soweit. Johanna Mikl-Leitner wurde ja teilweise heftig kritisiert, auch von Udo Landbauer. Nun wird man auch mit ihr koalieren. Haben sich da die Verhandlungen zäh gestartet, beziehungsweise welche Rolle haben Sie da gespielt? Und ich glaube, dass Udo Landbauer natürlich in diesen intensiven Tagen und intensiven Stunden der Verhandlungen sehr, sehr genau geprüft hat, ob es hier auf der emotionalen Ebene auch ein tragfähiges Fundament einer Zusammenarbeit gibt. Und das kann dann niemand besser beurteilen als er selbst. Und wenn das gegeben ist und wenn dann noch dazu die Inhalte stimmen, wenn es einen ganz, ganz großen sozusagen freiheitlichen Input in dieses Regierungsprogramm gibt, wo nicht Dinge fortgeschrieben, sondern neue Kapitel aufgemacht werden und andere Dinge fundamental verändert werden, dann glaube ich, ist es wert, hier einzutreten und zu sagen, die Inhaltsebene ist uns viel, viel wichtiger als die Beziehungsebene zwischen zwei Personen. Haben Sie denn keine Angst, dass manche Wähler vielleicht verärgert oder enttäuscht sind, dass nun mit der ÖVP koaliert wird? Ich denke, dass der Wählerauftrag dahingehend zu interpretieren ist, dass der Wunsch nach einer Veränderung da gewesen ist. Und eine Veränderung ist ein Auftrag an diejenigen, die die Wahlen gewonnen haben. Und das war halt nur mal die Freiheitliche Partei in Niederösterreich und das sehr, sehr deutlich. Das heißt, an diese Partei geht der Auftrag, das auch umzusetzen in Verhandlungen, wofür man geworben hat in einer Wahlbewegung. Das ist aber auch ein Auftrag an die Wahlverlierer. Und das heißt nämlich dann von Seiten der Wählerschaft hier eine Bewegung zu entwickeln in Richtung auch der Wahlgewinner. Und das ist genau das, was man jetzt versucht hat, in diesem Verhandlungsprozess umzusetzen. Und jetzt wird es natürlich daran liegen, dass man sagt, ja, so intensiv, wie wir Wahl gekämpft haben und so intensiv, wie jetzt auch verhandelt wurde, so intensiv wird dann dieses Programm auch umgesetzt. Und da werden wir sehr, sehr viele Menschen, viel mehr noch als uns gewählt haben, davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und ich bin sehr optimistisch, dass dieses niederösterreichische Modell, das jetzt die freiheitliche Handschrift ganz, ganz massiv trägt, dass das ein Vorbild wird für viele andere Bundesländer. Ich bin gespannt, wie lange der Herr Doskozil brauchen wird, um einen Corona-Entschädigungsfonds im Burgenland einzurichten. Gottfried Waldhäusl wird ja kein Teil dieser neuen Koalition sein. Was ist Ihre Meinung dazu? Naja, der Parteiobmann war der Spitzenkandidat dieser Wahlbewegung und er ist dann auch derjenige, der entscheiden muss, in welcher Konstellation ein Team dann auch zusammenarbeitet. Und ich habe ja heute, ich glaube, es war ohnehin Ihr Sender gelesen, dass Gottfried Waldhäusl quasi nicht mehr dabei ist. Nein, er ist nicht mehr dabei, sondern er hat nur eine andere Position im Team der Freiheitlichen. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Aufstellung, wo Gottfried Waldhäusl genau den richtigen Platz hat. Ein kleiner Themenwechsel noch, Herr Kickl, auch auf Bundesebene ist die FPÖ stark am Gewinnen, sogar Platz 1. Dieses Modell einer solchen Koalition, kann man sich das auch für die Bundesebene vorstellen? Das Ziel, das wir bei der nächsten Nationalratswahl haben, ist ein anderes. Die Freiheitliche Partei will dort stärkste Kraft werden. Sie haben ja selber gesagt, es sieht in den Umfragen momentan ganz gut aus.
Wir werden hier auf Bundesebene weiter diesen Kampf gegen diese Anti-Österreich-Ampel, zu der leider auch die ÖVP unter Karl Nehammer gehört, weiter fortführen. Wir werden der Bevölkerung erklären, dass es bessere Alternativen zu dieser Politik gibt. Das sind die freiheitlichen Ansätze. Und wir werden den Menschen erklären, dass es für Österreich besser wäre, wenn wir in Verantwortung vom Bundeskanzler abwärts in den wesentlichen Ministerien Leute sitzen haben, die vorher wissen, was gut für das Land ist und nicht immer 2-3 Jahre und einen riesigen Schaden brauchen, bis sie dann vielleicht hinten noch gescheiter sind. Wir sprechen auch gerade darüber, die FPÖ ist ganz klar Nummer 1 auf Bundesebene. Was macht denn die FPÖ zurzeit richtig? Naja, ich denke, wir haben für die wesentlichen und fundamentalen Fragen, die die Menschen jetzt beschäftigen, die pragmatischen Antworten. Also das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis. Und wir sagen nicht heute das eine und morgen das andere und am dritten Tag dann irgendetwas dazwischen, um das Spiel dann wieder von vorne zu beginnen. Sondern die Menschen wissen, was sie an uns haben. Sie kennen unsere Positionen. Das war bei Corona nach einer ersten Phase, von wenigen Monaten, eigentlich immer das Gleiche, was wir gesagt haben. Wir haben von Anfang an die Neutralität in Österreich verteidigt. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Sanktionen ein maßgeblicher Grund sind, warum wir eine derartige Teuerungslawine im Land haben und dass wir das abstellen müssen. Wir waren auch die Ersten, die gesagt haben, wir können mit diesem Klimakommunismus, dieser Zwangsbeglückung von oben nichts anfangen, wo man jetzt den Verbrennungsmotor als Feindbild identifiziert hat und alle Menschen zwangsbeglücken will. Das alles sagen wir schon sehr, sehr lange und die Menschen erkennen, dass die anderen Parteien dann mit Monaten oder teilweise Jahren Abstand dann draufkommen, dass die Freiheitlichen recht hatten. Also diese Zeit können wir uns sparen, wenn wir gleich Freiheitliche in Verantwortung bringen. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Bei der SPÖ geht es ja ziemlich rund. Was sind denn Ihre Meinungen dazu? Wie würden Sie das kommentieren? Und Team Dosko oder Team Rendi? Schauen Sie, ich werde Ihnen vielleicht eines sagen, was den Hans-Peter Doskozil und mich betrifft, damit man den Unterschied gleich klar machen kann. Er ist offenbar ein Liebhaber des Modells einer Ampel. Ich halte die Ampel für einen gemeingefährlichen Angriff auf die Interessen der österreichischen Bevölkerung und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Udo Landbauer, FPÖ-Landesparteichef und künftiger Landeshauptfrau-Stellvertreter in Niederösterreich, übernimmt auf Basis des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens einen Teil der EU-Agenten. Er ist künftig unter anderem für die Geschäftsstelle für EU-Regionalpolitik, die bei der Nutzung von Regionalförderungen unterstützt, zuständig, wurde am Sonntag ein Standardbericht bestätigt. Die Entscheidung trifft auf Kritik. VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Eitner ist weiter für Außenbeziehungen verantwortlich. Die Außenbeziehungen Niederösterreichs inklusive Europäischer Union sind und bleiben Chefsache in Niederösterreich. Diese Zuständigkeit ist in der Geschäftsordnung ganz eindeutig geregelt. Auch das Europaforum Wachau kommt in die Zuständigkeit unserer Landeshauptfrau, betont der ÖVP-Clubobmann Jochen Danninger am Sonntag. Laut Geschäftsordnung ist Mikl-Eitner für Angelegenheiten der europäischen Integration und Koordination der Außenbeziehungen des Landes Niederösterreichs sowie EU-Erweiterungen verantwortlich. Weitere EU-Agenten wandern von Landesrat Martin Eichtinger von der ÖVP, der aus der Regierung ausscheidet, zu Landbauer. Die Geschäftsstelle für EU-Regionalpolitik und die Verwaltung des grenzenüberschreitenden Programms Interreg Österreich-Tschechien, das ein Vertreter der EU-kritischen freiheitlichen europäischen Agenten übernimmt, trifft auf Kritik. Ottmar Karas, erster Vizepräsident im Europäischen Parlament, sagte laut Standard in einer ersten Reaktion, das geht nicht. Präsident des Europaforums Wachau bleibt weiterhin unser Mr. Europa Martin Eichtinger. Es ist eine große Bereicherung für unser Land, dass Martin Eichtinger als profilierter Diplomat mit besten Kontakten in der ganzen Welt in dieser zentralen Funktion Niederösterreich weiterhin zur Verfügung steht, sagte Danninger. Für Agrarförderungen und Umwelt bleibt weiterhin Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Pernköpf von der ÖVP zuständig. Landbauer ist weiters künftig auch für Verkehr, also Straße und Öffis, sowie Sport verantwortlich. Mikl-Eitner ist weiterhin unter anderem für Personalangelegenheiten und Kultur zuständig. Außerdem übernimmt sie die Wirtschafts- und Tourismusagenten von Danninger, der von der Landesregierung an die Clubspitze wechselt. Die ÖVP hat bei der Landtagswahl am 29. Januar mit 39,93% minus 9,7 Prozentpunkte das schlechteste Ergebnis seit 1945 verzeichnet. Die
absolute Mehrheit ist nicht nur im Landtag, sondern erstmals auch in der Landesregierung Geschichte. Die ÖVP stellt künftig nur mehr 4 statt bisher 6 der 9 Mitglieder. Der FPÖ stehen ein Landeshauptfrau-Stellvertreter und 2 Landesräte zu. Neben Landbauer kommen Christoph Luisser und Susanne Rosenkranz neu in die Landesregierung. Die SPÖ stellt in der Proporz-Landesregierung 2 Mitglieder. Sven Hergovich, designierter SPÖ-Landesparteivorsitzender, und Ulrike Königsberger-Ludwig, bisher Gesundheitslandesrätin. Ihre Zuständigkeiten sollen am Montag in einem Gespräch festgelegt werden. Die SPÖ wird kommenden Mittwoch die Details zur anstehenden Mitgliederbefragung über die Parteispitze fixieren. In einem Präsidium sollen die Verfahrensregeln festgelegt werden, doch selbst das könnte nicht friktionsfrei über die Bühne gehen. Wie die Kleine Zeitung in der Sonntagsausgabe berichtet, lehnt das Lager von Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil den Vorsitzenden der Wahlkommission ab und bezeichnet den langjährigen Häupl-Vertrauten Harry Kopitz als No-Go. Kopitz, der tief in der Wiener SPÖ verwurzelt ist und bis 2018 Landtagspräsident war, besitzt als Urgestein der Wiener SPÖ nicht die nötige Unabhängigkeit, so die Argumentation. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat sich ja öffentlich hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestellt. Im Doskozil-Lager pocht man laut dem Bericht nun darauf, dass am Mittwoch alle Schlüsselfragen einstimmig beschlossen werden. Das Statut sieht die Wahlkommission als Organisatorin der Befragung vor. Diese wurde beim letzten Bundesparteitag mit Kopitz an der Spitze gewählt. Darüber hinaus wird es beim Präsidium unter anderem auch um den Fahrplan und die Fragen gehen, wer überhaupt stimmberechtigt ist bzw. in welcher Form man die Stimme abgeben kann. Geht es nach einer Umfrage von Meinungsforscher Peter Hayek für ATV Aktuell mit 500 Befragten, hat Rendi-Wagner in der SPÖ-Wählerschaft die besseren Karten. 57% meinen, dass die SPÖ-Chefin die besseren Ideen und Konzepte für die Zukunft habe. Nur 31% der SPÖ-Wähler sehen Doskozil vorne. Über die Partei hinaus ist die Strahlkraft von Doskozil hingegen höher. Erntet er doch von 32% der Befragten Zuspruch, bei Rendi-Wagner sind es 24%. Doskozil kann vor allem bei den FPÖ- und ÖVP-Wählern punkten. 46% der FPÖ bzw. 35% der ÖVP-Wählerschaft trauen dem burgenländischen Landeshauptmann bessere Ideen und Konzepte für die Zukunft Österreichs zu. Tirols SPÖ-Landesparteivorsitzender, Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer will sich im Duell um die Spitze der Bundespartei zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil offenbar vorerst noch auf keine Seite schlagen. Er meint am Donnerstag, die Karten liegen am Tisch und das ist gut so. Beide haben sich erklärt und es hat sich für mich klar abgezeichnet, dass es auch um eine inhaltliche Ausrichtung der Partei gehen wird. Mit dem Ergebnis der Präsidiums- und Vorstandssitzung vom Mittwoch, eine Mitgliederbefragung und einen Parteitag durchzuführen, zeigt er sich zufrieden. Er sei grundsätzlich sehr zuversichtlich. Die Entscheidung über die inhaltliche Ausrichtung der Partei sei eine wichtige Grundlage für die Zukunft. Unsere Mitglieder und die Funktionäre am Parteitag werden darüber entscheiden, so Dornauer. Dornauer hat sich vor den Sitzungen mit Äußerungen in der Öffentlichkeit eher zurückgehalten. Zuletzt hatte er aber wiederholt Rendi-Wagner die Stange gehalten und sie unterstützt. Also die Inflation geht durch die Decke, die Regierung handelt nicht, das ist das Thema, auf das man sich konzentrieren sollte. Glauben Sie, dass sich die SPÖ nicht auf das Thema mehr konzentrieren sollte, momentan überhaupt, wenn man so einen kurz bevorstehenden Landtagswahlen hat, wie jetzt in Salzburg? Also ich habe der David Egger ein exzellentes Programm vorgelegt. Ich glaube, dass er das Land besser führen würde als die bisherige Regierung. Das ist der Grund, warum ich da bin, ihn zu unterstützen. Wissen Sie, ich bin aus der Politik weg. Mich interessieren diese kleinen Diskussionen nicht. Man muss immer das Große im Ganzen im Auge behalten. Das heißt, jetzt dafür zu sorgen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Danke sehr. Als Berater David Egger, als dritter Kandidat der SPÖ? Nein, ich bin da, um meinen Freund David Egger und die Salzburger SPÖ zu unterstützen. Ich habe ein exzellentes Programm vorgelegt gegen den Mietbuch, für vernünftige Energiepreise, für ein leistbares Leben. Ich glaube, das ist das, was jetzt Salzburg braucht. Also noch eher so Richtung Aufsichtsrat Salzburger AG, wenn David Egger gewinnt? Ich bin bestens ausgelastet mit meinen Aktivitäten. Mir geht es darum, dass sich unser Land in die richtige Richtung bewegt. Und ich bin davon überzeugt, dass der David einen Beitrag leisten kann.
Was sagen Sie als ehemaliger SPÖ-Vorsitzender zum Richtungsstreit, zum Wahlkampf innerhalb der SPÖ zwischen Randy Wagner und Doskozil? Wer soll es machen? Wer hat bessere Chancen? Solche Diskussionen gibt es immer wieder. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Ich möchte mir doch das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, die Leute leiden unter der Inflation, leiden unter hohen Mieten, leiden unter hohen Energiepreisen. Darum muss man sich kümmern. Aber ich bin davon überzeugt, dass die SPÖ die Antworten finden hier am Ende. Sie haben ja damals Randy Wagner auch mit vorgeschlagen, war ja auch Ihre Idee. Hätte man damals nicht schon Doskozil vorschlagen können oder war das sich damals schon angeboten oder nicht? Meine Antwort wird Sie jetzt nicht befriedigen, aber ich bin Privatwirtschaft, verbringe meine Zeit im Wesentlichen damit und verfolge diese Debatten nicht in jedem einzelnen Detail. Das ist gar nicht für uns, meine Meinung abzugeben.